Willkommen. Leute, komm. Ey. Ja, willkommen zurück zur Landra. Ihr hört schon, ich bin diesmal nicht allein. Nö. Der Letzte da drin. Klar, was denkst du? Auch wenn man läuft und damit ist gut. Hi. Ja, stell dich mal vor. Ihr wart, glaube ich, ja beide schon mal da. Was, ich will nicht nochmal. Das ist so lästig. Mach du das. Kannst das besser. Hallo. Ihr seid beide so voller Elan dabei. Ich bin total. Hm? Verstehst du? Nein. Halt klar. Dann mach ich meine. Hallo und der Markus 1204 hier. Jo, hi, HuntsMK22. Shalom. Ja, ihr wart ja beide schon mal Gast und jetzt hat sich so ergeben, dass wir ein bisschen gequatscht haben zu dritt in Skype und mein Gott, mach ich mich halt nochmal ins verdammte Casino. Da habe ich jetzt ein paar, können wir weiter labern. Eigentlich sitzen wir alle drei nebeneinander und trinken gerade ein Bier, während wir zocken. Jo. Für mich bitte ein Spezi-Bier, schmeckt mir nicht so. Nicht? Ne, ich mag auch kein Bier. Das ist voll gelogen eigentlich, was ich gerade gesagt habe. Kannst du nur. Bier schmeckt nicht. Dann lieber ihr ein schönes Radler oder sowas. So. Lecker. Oh Gott, ey. Ja, dann laber mal ein bisschen. Ja, also. Eigentlich glaube ich was anders gedacht, aber wie findet ihr denn jetzt allgemein Alandra? Also Alandra 1? Ja, Alandra 1, wir sind immer noch beim ersten Teil. Gefällt mir soweit sehr gut, muss ich sagen. Rätseltechnisch nicht ziemlich gut. Es hat seine Macken, aber ja, alles in allem ist ein sehr schönes Spiel. Ich finde, Alandra ist ein sehr gutes Äquivalent zu Zelda. Es hat ein bisschen die härteren Rätsel beziehungsweise schwierigeren Passagen. Zelda ist auch gut, ohne Frage. Hat richtig coole Endbosse und Dungeons. Und genau da macht Alandra etwas anders. Und zwar hast du nicht dieses strikte Dungeon-Muster. Du wirst bei Alandra einfach reingeschmissen in die Welt und nicht gesagt, mach mal hier 3-4 Dungeons, dann kommst du in eine andere Welt, mach mal nochmal 7 Dungeons, sondern erkunde mal die Gegend, vielleicht ist da was. Und dann ist da wirklich was. Aber es sieht nicht aus wie ein Dungeon, so im herkömmlichen Sinne, mehr wie eine Höhle. Zack, hast eine Höhle. Die Reptilienhöhle nehmen wir mal als Beispiel. Es ist kein Tempel oder sowas, es ist einfach nur eine Höhle. Aber es ist groß und schwer. Ja. Und ich mag, dass es so düster ist. Ja. Oh ja. Sehr ernste Thematik. Mhm. Tod und Verzweiflung ist ein ständiger Begleiter. Auch wenn das nicht sagen kann. Aber ist ihm wahrscheinlich egal. Oh, schon wieder einer tot. Hm. Passiert. Ja. Oh, eine neue Waffe. Also ich finde manchmal auch krass, wie Alandra selbst hin und wieder handelt. Ich meine, hey, pass mal auf Jess auf. Oh, verschlafen. Oh, Wilder will deine Stärke prüfen. Oh, getötet. Yay, neue Waffe. ja. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach nur cool. Ja. Und schwer und es bringt selbst hartgesottene Hardcore-Zocker manchmal zur Verzweiflung. Habt ihr es mit oder ohne Safe State gespielt? Ohne mit Konsole. Aha. Bei richtig nervigen Stellen habe ich mitgemacht, weil das war mir dann zu doof. Ja, und bei mir war es einfach Konsole und so Sachen wie das Roulette habe ich einmal geschafft, glücklicherweise, und dann nie wieder angerührt. Aber wo nie wieder anrühren, ich habe keinen Bock auf diese scheiß Roulette. Nein! Das mache ich jetzt keine halbe Stunde, nein! Scheiße! Da hört ihr es, er weint. Scheiße, das verdammte Casino an! Nein! Kein Bock!
Sie will jetzt Außenarbeit, oh mein Gott. Aber wieso? Dieses Casino kotzt mich an, das ist das Beschissenste vom ganzen Spiel. Aber ist so, heul doch. Beim Roulette gebe ich dir recht, bei ja, allem anderen Roulette, nicht. Beim Roulette erlaube ich es dir mal. Was erlaubst du mir? Dass du Safe State benutzt. Oh, danke schön. Haben wir eigentlich abgemacht, keine Safe States. Mhm. Dafür habe ich dann was gut bei dir. Falls dann mal wieder so eine Wette zusammenkommt, du weißt, dann werde ich dich daran erinnern. Slayer, weißt du noch damals? Bei Landra? Hm? Das lasse ich mir nicht anhängen. Nee, dann mache ich es einfach nicht. 100% kann ich eh nicht mehr erreichen, weil ich diesen einen Traum verkackt habe, von daher... Leider, ja. Aber das ist auch schlimm. Daher... Ja. Nö, ich muss auch nicht mal alles holen. Doch. Ich glaube, es reicht, wenn ich am Ende 45 Falken habe oder so. Weil die letzte... 45 reichen, ja. Die letzte gibt's ab 50? 50, genau. Na, wenn du 45 hast... Aktuell habe ich 34. Oh oh. Durch die Oberwelt kommen dann noch ein paar zusammen. Wir hoffen es. Aber 45, da möchte ich schon noch hinkommen. Solltest du eigentlich schaffen. Habe ich auch geschafft. Und die 50 nicht. Ich weiß, dass es für die 50 gibt, aber selbst erreicht habe ich sie leider auch nie. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, unnötig mit den 50 goldenen Falken, weil dadurch wird das Spiel unnötig einfach und nein. Aber es ist lustig. Natürlich ist es lustig. Das ist ein schönes Gimmick eigentlich. Einfach, da kann man sich gleich dieses legendäre Überschwert holen. Das ja auch stärker sein soll als das, was ich jetzt hier durch die Story bekommen habe. Könnte man machen, rein theoretisch, ja. Es ist halt stärker mit einem normalen Angriff, aber es hat halt keinen Charge, also kein Aufladen mehr. Das ist der einzige Manko an dem stärksten Schwert. Ja. Aber wer braucht schon so was? Eben. Ich hab's eh lieber mit Charge-Angriff. Ja, weil da allein dadurch hast du wieder mehr Reichweite. Genau darum geht's. Ja. Und du kannst hier nun wieder damit auch ein bisschen durch Verteidigung durchschlagen. Das hat mir zum Beispiel bei Ronan gut geholfen. Mhm, durch die Ringe, ne? Mhm. Durch diesen komischen Minenring da am Anfang. Mhm. Yay, ich habe einen Falken mehr. Huhu. Super. Das ist mein Held, ey, mein ganz persönlicher. Wir sehen ja leider nichts, sonst könnten wir... Ja, Mann, das ist voll mies von ihm. Aber, ja, mein Gott. Eigentlich wollte ich sie ja im Casino hier verbringen, den Part, aber nein, da sträuben sich mir die Nackenhaare hoch. Nein, nein. Da macht er nichts. Wo läufst du denn gerade rum auf der Oberwelt, dass wir ungefähr wissen, wo du bist? Ich bin gerade in einen Brunnen gesprungen. In den vor Lurvy wahrscheinlich, ne? Bingo. Dachte ich mir schon. Weil bei da dem im Dorf ist ja nichts. Dazu sage ich mal nichts. Okay. Hm. Okay. Ich habe das nicht ganz verstanden. Brunnen im Dorf in Inoa. Ja. Du weißt ja, was da noch passt, was da ist später, was da noch passiert. Oh oh. Im Dorf? Im Brunnen? In Inoa ist ein Brunnen, ja. Also in dem Dorf. Der hat später noch Bewandtnis. Okay, und dabei verlassen wir uns jetzt nichts. Nicht vertiefen, bitte. Nee, ich sag da nichts mehr zu. Ah. Jetzt hat's Klick gemacht. Nee, nicht wirklich, aber ich glaube, irgendwas war da. Es kommt in jedem Fall noch. Ich denke, der ist schon fast durch. Ist er auch. Wie kann er nicht? Zu lang her, oder? Das ist schon zu lange her, ja. Ich hab da was im Kopf, aber ob das richtig ist, das kann ich nicht sagen. Das werdet ihr jetzt bitte nicht in der Aufnahme diskutieren. Mhm. Nein. Definitiv nicht. Machen wir nicht.
Ja. Dann mal eine andere Frage. Was waren so eure Lieblings- und Hass-Dungeons? Also ich... Zuletzt war ich am meisten von diesem Traum der Zwillinge geflasht. Der war cool. Der war richtig, richtig geil. Ja. Der Traum der Zwillinge ist mit einer der besten Dungeons oder Träume im Spiel. Weißt du grad? Nee. Quatsch. Klang grad also so. Also mein persönlicher Hass-Dungeon ist Magiska. Und ich denke, das ist auch kein Geheimnis, warum. Ich fand Magiska nicht so schwer. Ich fand, ehrlich gesagt, den Drachenschrein da, diesen... Wo der Drache halt lebt, fand ich schlimmer. Ach, den Vulkan. Ja. Aber nur die erste Hälfte. Ja, wo die Drachenhosen. Nur die erste Hälfte. Die zweite war sehr chillig. Ja gut, mit dem Charm ist er sowieso leider zu billig, der Vulkan. Macht's ohne. Da spielt man die Story gefälligst so weit, bis man das Ding legal bekommt. Und man einen Tipp für dieses alle Rätsel kriegt. Nein, warum? Die Sache ist, du kriegst ja keinen Tipp für dieses olle Rätsel. Doch, du kriegst einen. Doch. Ja, auf der Wand, die da hinten dran steht, ja. Nee. Nein, von dem alten Typi da. Ja. Der Grabwächter-Typi. Von dem, ja. 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 Der sagte wie. Und dann hast du es. Aber du brauchst es nicht mehr. Hm. Also wozu? Also wie gesagt... Der Vollständigkeit? Halber? Ja, der Vollständigkeit sag ich mal. Nö. Naja. Aber ja, Magiska fand ich auch sehr schlimm. Sehr ätzend, diese beweglichen Plattformen, die Monster-Spawner ja, und... Wenn man denn da so lange wartet, nicht weiß, wie man weiterkommt und erst irgendwann nach der Hälfte des Parts bemerkt, oh, man kann ja die Fackel hochheben. Das ist schon sehr schlimm, das stimmt wohl. Ja, mein Gott, Herr Superbrain. Sorry, dass... Glückwunsch, dass du es schneller kapiert hast. Gut, aber das war auch, glaube ich, der erste Dungeon, wo sowas aufgetaucht ist, ne? Ja. Der erste Dungeon, wo man überhaupt mal so eine Fackel sieht. Und genau, ja. Ist doch das Erste, was man ausprobiert. Fackeln, die so hervorstechen, fasse ich immer sofort zuerst an. Ja, mein Gott. Ja, macht ja nix. Du bist ja durch Magiska noch halbwegs gut durchgekommen. Mhm. Auch am Ende bei den Rätseln hast du dich ganz gut geschlagen. Bei diesen Vierern. Ja. Na, wartet mal ein bisschen. Das war ja noch lustiger, wo er dann wieder nochmal reingehen musste, weil er nicht mehr... Oder sich zumindest seine Aufnahmen nochmal angucken musste, weil er nicht mehr wusste, wozu das Rätsel gedient hat. Das Rätsel... Ich wusste ja, wozu das Rätsel diente, aber... Dass man weiterkommt, aber du wusstest nicht, dass sie dir die Schalterreihenfolge sagen. Das war nicht so lustig. Ja, also, ich hätte keinen Bock, nochmal die Kammer zu latschen, also hallo. Ich hab nur drauf gewartet, dass du jetzt gleich sagst, oh, ich guck mir das jetzt nochmal an oder so, dann geh nochmal rein. Dass du dann noch eine Aufnahme hast, daran habe ich nicht gedacht, aber ich dachte jetzt, machst du die ganzen Rätsel nochmal. Nö, also, ich bin blöd, aber nicht so blöd. Ja, das sind halt so... Ich will nichts Herablassendes sagen, aber es sind so billige Rätsel à la Zelda, die man halt... die bei mir zumindest einfach im Blut sind oder so. Ich will mich jetzt nicht über dich stellen oder so, weil mir ist sofort aufgefallen, wozu die Rätsel sind und was die bewirken. Ja. Jo. Mein Gott, ist halt so. Ja, sorry, aber... Ich habe eine lange Leitung, ja, das verstehe ich ja auch. Ja. Wie gesagt, ich freue mich da schon auf den Final Dungeon. Final Dungeon. Aha. Mhm. Ja, das wird soll ja sehr krass sein, wie ich mal gehört habe. Ja, das ist sehr nervtötend. Wenn man nicht weiß, wo man hin will, ja, wo man hin muss. Ja, ich fand den langgezogen, ohne Ende. Er ist schon sehr groß, ja, das stimmt. Ja. Ich fand auch den Traum gut. Von dem Jäger. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Klein. Von Klein, der Eistraum. Ey, mit den Säulen verschieben, das war so cool. Ich mag so solche Säulen, verschiebe Rätsel. Ja. Mhm.
Ah, Eistempel, Eistempel. Mhm. Das ist genial. Mhm. Ja. Das war cool auf jeden Fall. Das war richtig genial. Sowas liebe ich auch. Ja. Kann man richtig schön grübeln. Ich hoffe, sowas gibt's im letzten Dungeon auch wieder. Da spoilern wir mal nicht. Okay. Könnte ich auch gar nicht, weil ich es nicht weiß. Lass dich einfach überraschen. Wer weiß? Wer weiß? Dum dum dum. Du dum. Was machst du jetzt überhaupt? Ich. Wir sehen es ja nicht. Ich bin ja gerade in der Portal gegangen gerade. Ja, sorry, Skype hat keine Gruppen, also die Gruppenbildübertragung kostet ja was. Von daher. Macht ja nichts. Du bist Partner, lass dir gerade kosten. Zu spät. Kannst du mit deinen Einnahmen bezahlen? Toll, mit dem Sandwich ich krieg, wuhu. Ja, Mann. Ich bin gerade durch ein Portal gegangen, das habe ich gehört. Wie hast du das gehört? Irgendwie, wenn das. Ich höre eigentlich gar nichts. Wenn das Mikro zu dicht am. Genau, geh mal mit deinem Mikro ganz dicht an deinen Computer, damit wir es auch hören können. Wie gesagt, das mir ein Portal ist, höre ich. Okay. Ganz leise. Nee, ich bin gerade in der Wüste. Bin da noch ein bisschen rumgelatscht. Mhm. Hab noch einen Lebenslimiten abgegriffen. Okay. Aber ich glaube, ansonsten habe ich hier soweit alles. Mir fällt nichts ein, wo ich hier noch was offen habe. Von daher hau ich wieder ab. Karte complete. Keine Ahnung, ob complete, aber mir fällt im Moment nichts ein, was ich hier noch holen kann. Ich weiß nicht, ob da drin. Wie viele Lebenssteine gibt es? 50, ja? 50. Wie viel hast du? Gute Frage. Also, es gibt 50 Gesamtgesundheit am Ende. Und ich glaube, im letzten Dungeon gibt es auf jeden Fall einen. Ja. Also müsstest du mit den Falken auch noch welche bekommen und. Den letzten gibt es auch im Dungeon, im Final Dungeon, kurz vorm Ende. Genau. Also müsstest du eigentlich, wenn du 49 hast, kannst du in den Dungeon rein. Yay, super. Wobei, es gibt ja noch die 3 im Casino, beziehungsweise die 2. Das Schleimspiel hast du ja schon gemacht. Wobei, ich glaube, die anderen beiden werde ich nie kriegen. Das macht ja nichts, das brauchst du auch gar nicht, ehrlich gesagt. Sowas. Nee, echt. Hatten wir das als Bedingung? Nicht, nee. Es hieß nur keine Safe States. Ja, wollte ich gerade sagen, es hieß doch keine 100%. Ich hab irgendwie irgendwann mal gesagt, glaube ich, ich wünsche mir, dass du es gerne machst. Aber dass du es machen musst, davon war nie die Rede. Da bin ich ja froh. Dann müsste ich ja ab jetzt alles von diesem einen Traum nochmal nachspielen. Na dann, viel Glück. Du müsstest auch, am Ende kannst du, glaube ich, auch, wie viele Magie-Diamanten hast du denn gerade, aktuell? Aktuell 2. Das ist wenig. Es gibt noch einen auf der Oberwelt, den du finden kannst. Und Wie viel konnte man haben? 5? 4. 4? Nur 4? 4 Stück. Nur 4, ja. Waren es keine 5? 3 übereinander, 2 untereinander? Nicht? Nee. Nee, es waren 4 und der letzte ist auch wieder im Final Dungeon. Okay. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Na, immerhin. Ich kann schwören, ich hatte 5. Na egal. Ich und mein Gehirn. Aber wir der vertragen letzte uns nicht so. Und der dritte ist ein bisschen mies zu erreichen. Oh, naja, wer sucht, der findet. Ich glaube, ich habe alle gehabt. Dann soweit. Ich habe mal gehört, das Spiel gibt es jetzt auch für PS3 als Download oder so. Alundra? Ja. Nein. Ja. Doch, im PSN Store ist es drin, im europäischen, aber die englische Version, nicht die deutsche. Great Stop, das werde ich jetzt nachgucken. Ich hab mir es gezogen im PSN Store, ich habe mir es geholt für die PS3. Du hast es doch schon für PlayStation 1, oder? Nee, eben nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hab's mir auf der PS3 habe ich mir es gezogen.
Hast du das gehört? Er hat sich das Raub kopiert. Dam. Kann ja wohl nicht wahr sein. Tja. Zeigt ihn an. Gewusst wie? Gewusst wie? Ja. Schon cool. Eigentlich nicht. Nein. Ja, aber auf Englisch. Die englische Lokalisation soll nochmal besser sein als die deutsche. Ist das wirklich auf Englisch nur? Es ist auf Englisch, ja. Die englische Version. Warum? Keine Ahnung, warum sie deutsche Version nicht reingemacht haben. Die deutsche Version existiert. Warum wollte man das nicht nochmal digitalisieren? Frag. So. Frag die Entwickler bzw. Sony, warum sie da die englische Version reingepackt haben und nicht die deutsche. Gibt's so viele. So viele merkwürdige Sachen. Das ist wie mit Drakengard 3, wo man bei uns nur die Download-Version kriegt. Und ich mir die leider geholt habe, leider Gottes. Nein. Wo ich mich jetzt ein bisschen ärgere. Obwohl, wenn ich dann die DLCs hätte haben wollen, hätte ich ja wahrscheinlich... Ich weiß nämlich nicht, ob die... Die man in Europa kaufen kann, die DLCs für Drakengard 3 auch auf der Version von der USA funktionieren. Soweit habe ich mich damit noch nicht befasst. Ich weiß nur, dass DLCs aus Österreich in Deutschland funktionieren. Mhm. Aber ob das auch mit der USA funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich guck mal jetzt nach London, oder? Ich guck mal jetzt nach Alundra, habe ich gesagt. Achso, ob es da im Store gibt. Ja, jo. Klar. Dann, wenn es so schön günstig ist wie Grandia 1 zum Beispiel, dann wäre doch cool. Du musst allerdings den Umweg über dieses Entdecken gehen, weil die haben ja den Store komplett umgestellt. Das heißt, so einfach findest du die PS1-Klassiker leider nicht mehr. Ich finde da überhaupt nichts mehr. Seit wir das gemacht haben. Du musst unter Entdecken gehen und dann steht da irgendwo PS1 Klassiker und da ist es dabei. Was ist ein Entdecken? Entdecken, cool. Da drauf und dann ist irgendwann da Klassiker PS1, PS2. Und da bei PS1 spielen ist es dabei. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich hätte auch einfach auf der Suche nach Alundra gehen können, aber okay. Oder das, genau. Hier gibt es ein paar richtig schöne Perlen für wenig Geld. Castlevania Symphony of the Night, 9,99 €. Warum nicht? Habe ich schon für Xbox. Habe ich umsonst gekriegt für PSP, als ich mir Dracula X Chronicles geholt habe. Oder hier, Monster Hunter Freedom Unite. Okay, das ist ein PSP-Spiel. Persona 3 Portable, noch nur 30 €. Warum nicht? Resident Evil 3, 9,99 €. Was ja auch heftig. Silent Hill, 6,99 €. Ja, Shoppen ist was Tolles, hä? Das ist krass genial. Deus Ex Tomba. Mein Gott, da ist ja ein Tomba. What's Tomba? Ich hab keine Ahnung. Abgebildet ist ein Steinzeitmensch und zwei Schweine. Alle dem Comic-Look. Keine Ahnung mehr. Okay. Das klingt ein bisschen kurios. Parasite Eve 2 besitze ich aber leider schon. Über PS1 Store. Resident Evil Director's Cut. 9,99 €. Wollen wir nicht lieber zu Alanda zurückkommen? Gehen wir zu Alanda. Wo bist du denn gerade? Aktuell? Ich habe gerade so eine Höhle über der Mine betreten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, okay. Da ist eine verschlossene Tür und eine Treppe. Und jede Menge Schleimis. Töte 50 dieser Schleimis, dann wird was passieren. 50? 50. Die spawnen noch so lange nach, bis du 50 besiegt hast. Darf ein bisschen mehr sein. Es sind nur 50 und danach spawnt auch keiner mehr, also keine Sorge. Ich bin froh, dass ich jetzt eine Schwert schon habe, was die one-hittet. Ansonsten wäre es leicht lästig. Du könntest das Ganze auch umgehen, allerdings musst du dafür einen ziemlich trickreichen Sprung wagen.
gleich einen Sprung? Ja, wenn du außerhalb dieser Höhle bist und rechts auf der Treppe und dann zu dir springst in diesen einen Schornstein rein, wenn du diesen Sprung schaffst, musst du das mit dem 50 Slime jetzt nicht machen. Okay, na gut. Über Ecken springen ist in dem Spiel nicht immer einfach. Der Sprung ist ziemlich tricky. Mal so eine kleine Sache nebenbei. Ich habe Alandor gefunden. 4,99 Euro im ESN Store. Geschenkt. Das ist geschenkt, ja. Und man findet es nicht unter Entdecken. Okay. Ich meine, dass es dabei in PS1 Klassikern dabei war. Ja, hier ist alles zusammengewürfelt. Ich weiß es nicht. 5 Euro, ja. Hallo? 5 Euro, ja klar. Warum nicht? Für den Umfang und die Qualität ist ja schon... Wow. Interessanterweise gibt es ja auch Legend of Dragoon im amerikanischen PSN Store für $5.99 runterzuladen. Gibt es bei uns aber auch. Habe ich im deutschen Store nicht gefunden, beziehungsweise im europäischen. Doch, den gibt es bei uns auch. Gleich mal gucken, ne? Ja. Weil das wollte ich mir nämlich eventuell selber holen. Weil ich habe mir so bei den amerikanischen PSN Store dann runtergeladen, also gekauft. Weil ich es halt sonst nicht gefunden habe. Und wenn du das Spiel im Original auf Amazon oder so suchst, da zahlst du an die 200 Euro dafür. Mhm. Schon heftig. Das Spiel hat Sammlerwert. Ah ja, ich sehe gerade. Aha. Ich bin im Schornstein. Ja, wunderbar. Ich habe einen Falken. Dann hast du es mit den 50 Slimies gut umgangen. Nein, ich habe sie geklatscht. Ah, okay. Ich habe den regulären Weg genommen. Nein, ich trick sie nicht. Super. Aber wie gesagt, diesen Sprung kann man auch umgehen, sage ich mal. Weil diese Tatsache. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo man das am besten springen kann. Der Schornstein ist ein bisschen fett, nämlich. Naja, was soll's. Ganz kurz zu Legend of Dragoon. Ja. Ich weiß, es gab es mal. Ich hab's selber gesehen. Aber jetzt nicht mehr. Okay, weil wie gesagt, ich hab's... Suchen und alles weg. In amerikanischen PSN Store gibt's da hab ich's gefunden. Und darüber dann auch gekauft. Ich find sowieso so vieles nicht mehr. Ich weiß aber, es gab's bei uns. Warum es jetzt nicht mehr gibt... Hat dich zu schlecht verkauft. Im Gegenteil, eher zu gut. Also da, wenn das mal vergleicht, ich glaube, die haben zu wenig davon produziert damals von dem Spiel. Ich glaube, das war auch nur Testveröffentlichung jetzt hier bei uns. Und die haben nicht damit gerechnet, dass das Spiel so beliebt wird. Und ja, jetzt hat man einen Salat. Aber Grandia gibt's noch. Grandia, ja klar, das wurde ja auch auf Platinum. Ist das Deutsch oder Englisch? Für 7,99 und... Deutsch. Also man sieht nichts, aber es könnte die deutsche Version sein. Es ist auf jeden Fall kein amerikanisches Zeichen oben links in der Ecke. Müsste die deutsche sein. Müsste deutsch sein, okay. Ja. Oh, ey. Ich habe den PFN-Star bisher ziemlich ignoriert. Muss ich doch mal stöbern. Grandia 2 kannst du aber gleich vergessen. Das gibt's nicht auf Deutsch. Ja. Das musst du denn so spielen. Für genau. PC oder PS2. Ja, das ist ja kein Thema. Also weiß ich auch schon, wie ich rankomme, also... Ich hab's, also... ich kann's dir geben. Ausleihen. Natürlich nur, alles legal. Klick, klick. Ihr habt jetzt mein Augenzwinkern zwar nicht gesehen, aber ich hab gerade den Slayer zugezwinkert. Zwinker, zwinker. Ja, das, was ich an dem PSN Store nur noch vermisse, ist Legend of Legaia. Da, den ersten bzw. zweiten Teil. Legend of Legaia? Auch ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Das merke ich mir jetzt mal. Aber es gibt hier Fairy Legends of Avalon. Ja, das interessiert mich nicht so. Und Rayman Legends und Spartacus Legends und 007 Rayman, Legends. Rayman Legends ist ja so, von dem, was ich bisher gesehen habe, gar nicht so verkehrt. Mal gucken, vielleicht hole ich mir es irgendwann noch.